Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich. Schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Unboxing, ein Doppel-Unboxing für euch. Und zwar die gute Box und die Crash-Box. Dieses Mal hat das ein total schönes Design, wirklich. Also, und wenn euch das gefällt, dann bleibt doch bitte dran. Ja, erstens einmal vorab, dieser Look ist mit der lieben Caro entstanden. Da kommt doch bald ein Video dazu. Also, wir werden jetzt noch einige Videos machen. Und ist das nicht ein schöner Look? Also, ich liebe ihn. Sie hat ihn für mich ausgesucht und richtig, richtig toll. Aber heute geht es ja nicht ums Schminken, heute geht es ums Unboxing. Und zwar, ich fange mal an. Mit der Goodie Box? Ich glaube, in der Goodie Box fangen wir an. Erstens einmal hat die ein wunderschönes Design. Also hier oben ist sie auch voll gedruckt und hier vorne sind Schmetterlinge dran. Also richtig schön in rosa und rot. So, ich mache das jetzt einmal auf. Und da steht drauf, The Classic One. Ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Alles Liebe, Caro. Und da kann man dann einen QR-Code abscannen. Und das werde ich jetzt gleich einmal machen, vorausgesetzt, mein Handy spinnt nicht rum. Schauen wir mal. Ich zeige euch gleich einmal das Innere von der Box und das ist pink, ein pinkes Seidenpapier. Mein Handy ist gerade leicht überfordert. So, geht's jetzt hoffentlich? Ja, so, jetzt scannen wir das jetzt einmal an. Hallo. Ja, jetzt müsste es gehen. Ich glaube, das funktioniert jetzt. Den Link hat er schon mal gefunden. So, ich würde sagen, wir öffnen jetzt gleich einmal. Da ist ein orangenes Klebe dran. So, der Blick in die Box ist das hier. Sehe ich auch gleich einmal. Was ich schon habe. So, schaut's aus. Das dauert das sehr lange. Komisch. Aber egal, wir fangen jetzt gleich einmal an, auch wenn es noch nicht so weit ist. Ist mir jetzt eigentlich egal. This page could not be found. Komisch, das funktioniert irgendwie anscheinend heute nicht. Ich weiß auch nicht warum. Das findet er einfach nicht. Okay, na dann halt nicht. Ja, also das erste Produkt ist ein Elemis-Produkt, ist richtig cool, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile schon zweimal, das heißt, das ist das dritte Mal. Es ist ein Glow Priming Moisturizer. Kann ich euch leider noch nicht dazu sagen, weil meiner ist noch verschlossen und ja, habe ich noch nicht probiert. Es ist quasi ein glowiger, feuchtigkeitsspendender Primer. Und Elemis ist eigentlich eine sehr teure Marke, aber wie gesagt, ich habe es jetzt eigentlich schon. Hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Dann habe ich einen Nagellack von Nailberry Paris London. Der schaut so aus, in so einem schönen Rosa. Aber so eine Farbe habe ich schon. Ich glaube, der wird nicht bei mir bleiben. Dann habe ich ein Dream Oil mit Bakuchiol, HPR und Glutathione. Raw Perfection. So schaut das aus. Dreamöl. Ich schätze mal, das wird ein Gesichtsöl sein, ne? Aber schauen wir gleich einmal, weil dadurch, dass ich das Heft jetzt nicht habe, habe ich da natürlich jetzt keine
weiteren Infos. Ach Gott, jetzt sind Hunde noch vor meinem Fenster. Naja, was willst du machen? So, das ist. Nee, es ist eine Haarölkur. Wenn ich das jetzt richtig rausgefunden habe. Was sind die zwei? Die zwei sind komisch, gell? Ich gebe mal noch die Firmennamen ein. Das ist Raw Perfection. Wie sind die interessant? Keine Rüden, also selten Rüden, das ist Kinder. Aber jeder Rüde fährt auch. Doch, es ist ein Gesichtsöl. Aber die Verpackung schaut da auch ganz anders aus. Komisch. Aber ich glaube eher, dass das anscheinend ein Haaröl ist. Ich meine, es ist auch keine große Verpackung, also könnte es auf alle Fälle ein Haaröl sein. Cream Night Facial Öl. Neighbor, nee, das ist was anderes. Ach Gott. Da steht zwar ein Beitrag von der Gullibox, ich schaue mir das schnell an. Ah ja, aber da steht es nur auf Kronen. So, das ist das richtige Öl. Und da ist auch quasi so ein Unboxing, aber das ist auf. Warte mal, auf Dänisch. Stell es mal um auf Deutsch. Vielleicht kann ich euch da jetzt. Vielleicht habe ich es dann gefunden. Ja, super. Also, das ist 10 Milliliter. Ich schaue gleich einmal. Genau. 10 Milliliter haben einen Wert von. Ja, da stehen wieder nur die Kronen drauf. Ja, gut, das bringt uns nichts. Aber ich kann euch sagen, was es macht. Das ist ein Natoöl, um ihre Haut Feuchtigkeit zu spenden. Ah, doch, für die Haut. Sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihren strahlenden Glanz zu verleihen. Es enthält eine Mischung aus Aprikosenkernöl, Sanddornöl und Squalen in Kombination mit einem Vitamin A-Komplex, der über Nacht Wunder wirkt. Feine Linien, dunkle Flecken und Unebenheiten werden reduziert und ihre Haut erhält ein sichtbar glatteres Aussehen. Also werde ich das, wenn dann, für die Nacht nehmen, auf alle Fälle. Aber interessant, dass das auf Deutsch nicht verfügbar ist und nur auf Dänisch. Komisch. Okay, dann Nagellack. Da kann ich euch jetzt leider auch keinen Preis sagen, aber er ist federleicht, lässt sich mühelos aufsaugen und sorgt je nach Anwendung für halbtransparente oder deckende Hochglanzfarbe. Ihre Nägel sind in sicheren Händen. Ja, okay, das ist eine Full Size auf alle Fälle. Dann hätte noch dabei sein können ein Micellenwasser, aber das habe ich nicht drauf. Okay. Und das war es auch schon. Das heißt, die haben andere Sachen drin. Die haben nur die zwei Sachen auch dabei gehabt. Obwohl ich auch noch gesehen habe, dass sie dieses. Aha. Okay, da kommt noch was. Eine Schlafmaske habe ich nicht drinnen. Die hätten auch eine Schlafmaske drin haben können. Genau, das ist noch drin. Das kann ich euch noch zeigen. Und zwar ist das Mind Body Gua Sha. Moshi Moshi Mind. Das ist in so einer gepunkteten Verpackung drinnen. Ich werde mal schauen, was da drinnen ist. Ich nehme mal meine Schere zur Hand. So. Oh Gott, das ist ein riesiger Gua Sha Stein. Schaut sich das einmal an. Wow. Sehr riesig. Was steht da drauf? Reinigen kann man es mit warmem Seifenwasser und an der Luft trocknen. Man sollte ihn jeden Tag 5 bis 10 Minuten nehmen auf eine gereinigte Haut. Entweder mit oder ohne Öl oder Bodylotion. Man sollte es auf die Haut
entlang streichen. Und es ist aber für den ganzen Körper, deswegen ist es auch so groß. Es ist für die Beine, für den Bauch, für die Arme, für die Beine, also für alles. Ich schau mal, ob ich da noch irgendwas herausfinde. Das ist eine traditionelle chinesische Hautpflegemethode, indem sie den grünen Jadestein in einer kratzenden Bewegung bei leichtem Druck verwenden. Kratzende Bewegung, okay. Stimulieren sie den Blutdruck, wodurch Abfallprodukte reduziert und das Gewebe mit Sauerstoff versorgt wird. Alleine oder mit einem Körperöl, einer Körperlotion verwenden, um das Auftragen zu erleichtern. Kratzen sie die Beine, das Gesäß, den Bauch, die Arme und die Oberschenkel, um Entzündungen zu reduzieren. Volle Größe. Ja, das werde ich, glaube ich, austesten. Denn im Gesicht, diese Rolle mache ich eigentlich fast nicht. Ja, keine Ahnung. Aber das könnte ich vielleicht in meine tägliche Routine einfließen lassen. Und was jetzt aber nicht drinnen ist, aber das ist eh ganz klar, ist ein Haarspray. Ich kann mir aber vorstellen von eCooking, dass der ziemlich teuer ist. Und ich habe eigentlich meinen letzten Haarspray in Anwendung, weil ich brauche den eigentlich nicht oft und deswegen brauche ich da auch nicht so viele. Ich schaue mal, ob ich da im Internet was finde, wie viel der ungefähr kostet, weil das interessiert mich richtig. Ich glaube, dass der richtig teuer ist. Da habe ich mich jetzt natürlich verschrieben. Nicht E-Cooling, E-Cooking. Haarspray mit Meersalz kostet 15 Euro. Aha, ich hab's, glaube ich. Der kostet 23 Euro. Volumenspray 200 Milliliter und wie viel sind da drinnen? Sind nur 75 Milliliter, also so um die, weiß ich nicht, 8 Euro oder so. Also eh gar nicht so extrem, ne? Also ein Haarspray kostet auch bald so viel, oder? Keine Ahnung. Kaufst du selten Haarspray irgendwie? Okay, das war mal das. Ja, wie gesagt, schade, dass das Heftchen nicht funktioniert hat. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber jetzt, ja, machen wir noch das Fazit natürlich von der Box, wenn wir schon dabei sind. Fazit von der Box ist, geht so. Elemis-Produkt habe ich schon, den Gua Sha Stein, ja, den werde ich verwenden. Hätte ich mir aber auch nicht selber gekauft. Der Nagellack interessiert mich gar nicht. Haarspray kann ich benutzen. Und dieses Öl werde ich auch benutzen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh wow, das ist jetzt so eine coole Box, die möchte ich unbedingt nochmal haben. Versteht ihr? Es sind viele Produkte dabei, die was man brauchen kann. Aber es ist jetzt nicht so ein Wow-Effekt. Ich hoffe, die Crush-Box reißt uns jetzt noch viel mehr raus. Die hat dieses Mal ein rosa Design. Und dieses Muster hier ist in einen schönen schimmernden Grün. Das sieht man wahrscheinlich jetzt gar nicht, aber das passt heute perfekt zu meinen Augenlook dazu. Und jetzt schauen wir mal, was wir da hier drin haben. Steht aber auch nur drin, dass sie speziell diese Produkte für uns gepackt hat. Und ja, steht auch kein Thema und kein Motto und nichts drin. Das ist dieses Mal sehr komisch. Ja, ich scanne mal den Code und dann schauen wir mal, ob der ob das Heftchen funktioniert. Weil das ist halt schade, wenn das nicht funktioniert, ne? Jetzt haben sie das umgestellt, jetzt müssen wir das eh schon einscannen und hat man nicht mehr auf Papier. Schon wieder. Sorry, not sorry. Diese Seite funktioniert nicht. Oh, die machen mich fertig, wirklich. Aber, aha, jetzt komme ich aber auf die normale Seite. Komisch. Ich schaue mal, ob ich da was finde, wie ich zum Unboxing komme. Das ist komisch. Ich gebe mal ein Unboxing Goodie Box August. Übrigens, die Glossy Box ist noch immer nicht hier.
Aber schauen wir mal, wenn die endlich kommt. Das zahlt sich dann meistens gar nicht aus, das hochzustellen. Also schau auch mal, ob das Video, ob euch das interessiert. Und wenn nicht, dann werde ich das weglassen auf alle Fälle. August. Schau mal, ob da irgendwas kommt. Ich sehe das aber nicht. Normalerweise ist auf der Seite ja auch immer so ein Unboxing drauf, aber ich weiß es nicht. Es funktioniert heute auf alle Fälle nicht so wirklich. Jetzt. Schau mal. Jetzt das digitale Unboxing sehe. Aber irgendwie hat das heute ein Problem, sich mit der Seite zu verbinden. Egal, wir fangen jetzt einfach einmal an, weil sonst vergeht noch mehr Zeit. Das ist auf alle Fälle der Inhalt der Box. Das ist so mit einem rosanen Seidenpapier. Kann ich ja teilweise dann die Sachen einfach was Interessantes nennen. Sagt, er kann die Seite nicht finden. Also sehr komisch schon wieder. Egal, wir machen jetzt weiter. Und zwar haben wir hier 4 Produkte drinnen in dieser kleinen Box. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Das erste ist von Tate Cosmetics. Skandal Easy Tip Eyeliner. Schaut so aus. Das schaut aber schön. Hoppala. Und es geht weiter mit den Patzern für mein Video, aber egal. Ja, das schaut so aus. Tip Eyeliner. Aha, okay. Das schaut wirklich aus wie ein Stift. Das ist witzig. Wie ist so, nur so ein ganz ein kleiner Eyeliner? Cool. Das finde ich cool. Eyeliner kann man immer gut gebrauchen. Water, also wasserresistent, paraben- und glutenfrei und soll schnell trocknen. Black Deluxe, also ein schwarzer Eyeliner soll das sein. Ich gebe mal ein, das schreibt man mit 3E. Schauen wir mal, wie viel das der kostet normalerweise. 18 Euro. Okay. Weiß zwar nicht, ob das jetzt der gleiche ist, aber so ungefähr 18 Euro steht da dabei. Weiß auch aber auch nicht, ob das eine kleine Größe ist oder nicht. Dann haben wir von Relentless Matte Lip Crayon von Tutze in der Farbe 405 Winterberry. Was ist das jetzt? Okay. Das ist so ein Lippenstift, so ein Lippenpencil von Tutze. Ist gar nichts für mich. Das wird auf alle Fälle weiter wandern. Denn solche Pencils mag ich nicht so gerne. Ich mag eher Lippenstift oder Liquid oder Lipgloss. Aber diese Stifte, außerdem so eine Farbe habe ich allerdings eh schon zur Genüge. Da habe ich letztes Mal diesen Lippenbalsam gar nicht so gemocht. Das ist aber ein Eyeshadow von Tromborg. Und dann schauen wir uns gleich einmal an, was das für ein Single Eyeshadow. Ja, das ist aber eher, sage ich mal, es ist zwar ein Glitzer-Shade, aber das ist nichts für mich. Das wird auch weiter wandern in der Verlosung oder whatever. Übrigens, wir brauchen nochmal einen Abonnenten, dann kann ich die Verlosung starten. Also fleißig abonnieren bitte. Hier habe ich noch von Paese einen Brightening Concealer. Ja, Concealer kann ich gebrauchen. Concealer teste ich sehr, sehr gerne aus.
schauen mal. Es ist so in dieser Karton. Ah, das ist gut eingepackt. So schaut der Concealer aus. Okay, cool. 8,5 Milliliter. Ja, was steht denn da noch alles drinnen über den Concealer? Okay, leider nichts auf Deutsch. Okay, sie wollen Make-up kombinieren mit Hautpflege. Da ist auf alle Fälle Hautpflege drinnen auch, ne? Leider, wie gesagt, ich habe nicht mehr Informationen. Und ja. Es ist gegen freie Radikale. Es ist wirklich ganz viel Feuchtigkeit, intensive Feuchtigkeit. Ist auch, glaube ich, gegen so Blut, also so Rötungen. Gegen Rötungen, glaube ich, ist das. Ich bin jetzt nicht die Beste in Englisch und so, aber ja. Und das Gesicht soll dann einfach jünger und strahlender aussehen. Schreiben die da, versprechen die zumindest. Ich gebe das gleich aus der Verpackung raus und das werden wir dann beim nächsten Schminkvideo einfach austesten. Ne? Ja, und das war's mit meinen zwei Boxen. Ja, die Make-up-Box haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Da hat mir auch nur die Hälfte gefallen. Ja, ich weiß nicht. Habe ich schon mal bessere. Normalerweise ist, wenn ich beide Boxen kriege, dass zumindest eine Box richtig gut ist. Aber da hat mir überall nur die Hälfte gefallen, wenn überhaupt. Deswegen, ja, war jetzt nicht so toll, aber... Ja, der Rest wird einfach weitergegeben, ne? Ich hoffe, euch hat mein Video trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Lasst mir bitte ein Abo da. Tschüss!